Wunderschöner guten Tag. Ich habe es ja angekündigt, auf jeden Fall gestern im Livestream, und ich halte ja mein Wort, auf jeden Fall meistens. Ich fahre jetzt zum Bostalsee und werde dort versuchen, schöne Aufnahme mittels der Drohne zu machen. Ja, es ist jetzt 20 vor 8, ich fahre los, weil ab 8 Uhr kann man am Bostalsee kostenlos parken. Also, kommen mit, wenn ihr Lust dran. Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Ich will den Bostalsee von der Staumauer aus überfliehen. Das heißt, ich fahre nach Gonneswella und tun dort direkt quasi an der Staumauer parke. Und wie gesagt, nur 20 Uhr im Sommer kostenlos. You look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic, before I knew it, we talked and I think about you, a cocktail. You told me that you'd been waiting for. Ah, das sieht ja schon schön aus, wenn man aus dem Auto aussteigt. So der Blick mit den Windrädern, aber am schönen See mit der Sonne. Finde ich schön. Auch im Saarland kann man Urlaub machen. Ach nee, das Saarland wandert. Das gibt's ja nicht. Da ist ja noch so ein YouTuber. Hallo. Hallo. Hi. Es ist der Uwe vom Kanal Saarland Wander. Genau. Die habe ich jetzt zufällig getroffen. Das glaubt. Ja. Und? Alles klar. Ja, ja. Somebody like me. Der Uwe, der ist zwar auch YouTuber, aber er hat seine Kamera nicht dabei, weil der hat ja eigentlich die Kamera nur beim Wandern dabei. Genau. Kennt er bei dem hier auch mal vorbei. Google, der hat schon ein paar Videos auf seinem Kanal hochgeladen, auch wenn er noch nicht so lange dabei ist. Und im Hintergrund, man sitzt wahrscheinlich nicht auf der GoPro, müsste man zoomen kennen, aber da steht das gedrehte Haus und das gucke ich mir irgendwann auch noch an. Took you out and showed you the city. How would you let somebody so pretty? It's what they said to me. Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance, yeah. Face value had you out of grass, yeah. But nobody ever asked if you could dance, yeah. Well, only one who did that. Oh, die Sonne, die blendet mich ganz schön. Aber ich stehe jetzt so vor dem gedrehte Haus. Sieht ja wirklich ganz interessant aus. Jetzt ist natürlich zu, weil Sonntagabend 7:45 Uhr. Aber das werden wir auch noch irgendwann besuchen. Ach, wenn man ja in den sozialen Medien lesen tut, ach, wer braucht dann sowas, da gehe ich nicht hin. Ich weiß nicht, bei Facebook und Co. Da wäre so Sache, touristische Attraktionen im Saarland immer netter gemacht von den Einheimischen. Saarschleife, Aussichtsturm, Aussichtsplattform, Baumwipfelfahrt, braucht man alles nicht. Naja, mir gefällt's und ich werde irgendwann hinkommen. We'll be right back.
So, der erste Drohnenflug ist im Kasten. Wir haben uns da an der Staumauer, naja, nicht ganz an die Staumauer gestellt. Da war gerade der Bank, da habe ich den Rucksack hingelegt und der Uwe, der war mein Spotter. Weil ich bin eigentlich in Richtung Sonnen geflogen, hatte einmal aufs Display geguckt, aber ich bin eh nicht weit geflogen, eh nicht hoch. Und hier am Bostalsee, da ist ja freies Gelände. Ich glaube nicht, dass da ein Flugzeug oder irgendwie was da mir in die Bahn kommt. Somebody like me. When you ask my name. So out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked. And I think about you, a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody, somebody like me. Ich hätte doch einen Akku, ich könnte doch fliehen. Ich kann ihn auch ohne Akku fliehen lassen. Da brauche ich keinen Akku dafür. So, YouTuber sagen ja immer so. Ist eigentlich, die Linse ist daneben im Ecke. Ah. Der Uwe und ich, wir haben jetzt unser kleiner Spaziergang nicht rund um den Bostalsee, sondern halt nur gerade ein bisschen um den Bostalsee getätigt. Ich habe die Drohne in die Luft geworfen, haben auch geflogen und ich hoffe, es ist was Gutes dabei rauskommen. Du hast sogar runtergekommen. Ja. Und der Uwe und ich, man ist noch ein bisschen gut in der Halle, würde ich sagen. Ne? Joa. Ja. Bisschen Saale nicht gesprochen. Klein bisschen. Und ja, ihr wisst ja, was jetzt kommt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben lassen. Ne, zwei Daumen, das ist Daumen nach unten, glaube ich nochmal. Ne? Das hebt sich auf. Echt? Ich weiß es nicht. Gar nicht. Dumm geschwätzt. Ja, und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dürft ihr natürlich auch gerne das machen. Ein Abo ist für euch natürlich kostenlos. Und ihr unterstützt unser Kanal. Und über Kommentare, da freue ich mich ja persönlich immer am besten. Also hauen was in die Tastaturen und lassen es mich lesen. Ja, und was bleibt mir noch anderes zu sagen wie, machen es gut, bleiben gesund, bis zum nächsten Mal. Beim Stoppschild TV, Seite Dirk und der Uwe. Okay, tschüss. Tschö. So, wahrscheinlich wird man nichts sehen, du Uwe und ich. Wir haben uns jetzt schon viermal verabschiedet und jetzt beim vierten Mal ist es jetzt wirklich das endgültige Verabschiede. Wir haben 22.24 Uhr, wir haben noch lange an den Autos im Dunkel gestanden und gesprochen. Aber jetzt wirklich tschüss.
somebody like me.